Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Trends in World 2 auf dem Kanal Trenix. Schön, dass du draußen mit dabei bist. Und heute sind wir unterwegs auf der Hauptstrecke, nee, Schnellfahrstrecke Köln-Aachen, mit dem soeben erschienenen Add-on New Journeys Expansion. Was das Ganze bringt und wie meine Meinung dazu ist, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Insofern bleibt dran und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir wollen eine S12 von Köln nach Horrem bringen. Das Ganze dauert laut Fahrplan 22 Minuten. Los geht's! So, wir sind jetzt hier am Kölner Hauptbahnhof mit unserer S-Bahn, einer BR423. Vorher sind hier, soweit ich weiß, BR422. Also ich weiß, welche Züge gefahren sind, nur die Baureihe war, soweit ich weiß, 422 gefahren. Und in echt fahren die halt auch 423er. Dieses New Journeys Expansion, dieses Add-on, bringt euch diese S-Bahn halt in den Fahrplanmodus auf Schnellfahrstrecke Köln-Aachen und halt diese Lackierung für die S-Bahn. Ja, die ist dann auch mit dabei. Halt die S-Bahn Köln-Lackierung. S-Bahn München passt hier schließlich nicht. Wobei ich glaube, dass die S-Bahn Köln echt diese neue Innenausstattung gar nicht hat. Das hat, glaube ich, nur die S-Bahn München in der 423. Aber ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Also nagelt mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Ich würde sagen, wir rüsten einmal alles auf, was es aufzurüsten gibt. Das ist ja wirklich nicht viel. Denn der Zug ist eigentlich schon an. Wir stellen die Führerraumbeleuchtung mal aus und Signallichter an und so weiter. Das gefällt mir sehr gut. Und dann B, Stromabnehmer aus oben, Hauptschalter steht auf geschlossen. Und wir entriegeln einfach mal links die Tür, die Zugsanzeige steht auch schon auf Horrem. Genau. Was das Ganze bringt, ist ein überarbeiteter Fahrplan für die Strecke Köln-Aachen, also Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Dann einmal für die Strecke Bakerloo Line und Sand Patch Grade. Außerdem erhaltet ihr 9 detaillierte, laut DTG, detaillierte und spannende Szenarien. Ich lese das hier gerade nur ab. So, wir schließen die Türen und dann rede ich gleich weiter. So, wir geben Leistung und fahren mal an. Also, ihr erhaltet auf Deutsch einen überarbeiteten Fahrplan. Ich weiß nicht, ob ihr die Züge, die in dem Fahrplan dann sind, auch schon braucht durch zum Beispiel München-Augsburg, weil ich habe München-Augsburg schließlich, ich kann das nicht testen. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr halt einen überarbeiteten Fahrplan erhaltet und ich muss sagen, nachdem die ersten Testfahrten, die ich gemacht habe, vielen positiv. Natürlich muss man sagen, es ist quasi ein Update für Geld, also es ist irgendwie doch zu teuer, also irgendwie, warum muss man dafür Geld nehmen, weiß ich jetzt nicht. Ob man dafür Geld nehmen muss, ist ein bisschen fraglich, sag ich. Aber wir sehen es auch hier. Ich stehe einfach mal in der Lok rum. Wir haben jetzt Züge, die einfach auf den Abstellgleisen stehen. Es wirkt nicht mehr alles so total leer. Und das macht es natürlich vielfach realistischer. Ja. Es macht meiner Meinung nach jetzt viel mehr Spaß, weil ständig was los ist. Und da sind es mir diese 10 Euro nicht sogar wert. Das Thema härter bremsen tatsächlich. Ich verbremse nicht ständig mit der 423. Es ist wirklich der Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Naja, es tut mir wirklich leid, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ist ja auch nicht so weit. Das fahren wir jetzt einfach zurück mit maximal 50 km/h. Es ist, glaube ich, echt sogar erlaubt. Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, das habe ich mal gehört. Das heißt, wir stellen den Richtungswende auf rückwärts, um jetzt nicht zu viel Zeit zu verlieren. Und fahren dann erstmal langsam rückwärts. So, wir rollen jetzt hier zurück und genau, das ist nicht weit. Hier sehen wir auch, wenn wir immer hinfliegen, hier steht einfach ein Talent 2, hier stehen IC-Wagen auf dem Abstellgleis, hier steht ein Autozugwagen. Das sieht schon wirklich cool aus und das ist natürlich ein ganz anderes Streckenbild. Ja. Deswegen bin ich da auch ein Fan von, muss ich tatsächlich sagen. Klar, huch, jetzt muss ich einmal wahrscheinlich kurz nachladen, ja. Klar. Es ist quasi ein Update, für das ihr Geld bezahlt, aber es macht es halt wirklich schon besser. Also ihr wisst ja, ich bin immer sehr negativ und auch hier, es ist natürlich fraglich, muss man für sowas Geld nehmen, aber es ist halt irgendwie trotzdem cool. Da muss ich
ganz ehrlich mit euch sein. Es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, die Strecke zu befahren. So, hier kann jetzt einmal Fahrgastwechsel stattfinden. Und dann werden wir auch gleich weiterfahren. Sehr gut. Türen schließen wir. Und dann geht's weiter. Können wir uns mal die Ausfahrt in der Außenperspektive reinziehen. Wir sehen es hier auch vor uns. Ich weiß nicht, ob das eben schon war. Ein rotes Signal. Jetzt ist es grün geworden. Nee. Es war jetzt ein anderes Signal, oder? Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, jetzt ist es auf jeden Fall grün. Das ist, weil hier ist halt wirklich viel Verkehr und Verspätung bringt natürlich den Fahrplan durcheinander. Vor allem in Stadtnähe ist jetzt deutlich mehr Verkehr. Das bedeutet, ihr merkt, wenn ihr jetzt irgendwie keine Ahnung. Auf jeden Fall. Huch! Ich fahre hier halt wirklich viel verrückter. Wenn ihr in Gebieten fahrt, wo jetzt keine S-Bahn fahren zum Beispiel, dann ist es da auf jeden Fall deutlich leerer und in Stadtnähe wird es dann deutlich voller. Immer voller. Und das ist natürlich auch sehr, bringt sehr gute Stimmung, ja, also es wirkt dann auf jeden Fall deutlich authentischer. Wir sehen hier überall S-Bahn, also es sieht wirklich cool aus und es macht richtig Laune. 2,2 Kilometern erreichen wir dann Köln-Ehrenfeld. Mit leichter Verspätung werden wir wahrscheinlich Ehrenfeld erreichen, aber die holen wir hoffentlich noch wieder rein. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Findet ihr, das ist angemessen? Findet ihr es voll okay, dass DTG dafür Geld nimmt? Oder sagt ihr, ne, das ist mir irgendwie doch für ein Update Geld zu bezahlen? Das mache ich nicht und das finde ich auch nicht gut. Beide Meinungen kann ich vollkommen verstehen. Also schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr über Kommentare. Ja. Stream wird es auch bald wieder geben. Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Zeitklaus, habe ich schon im letzten Video gesagt, dass es ein Stream geben soll. Wird auf jeden Fall wieder kommen. Wir müssen mal schauen. Auf jeden Fall freue ich mich auch an über jeden, jetzt kann ich wieder sehr zu bilden, über jeden, der in dieses Video reinschaut. Auf jeden Fall sehr cool. Wäre natürlich auch noch toll, wenn du noch ein Like da lassen könntest. Eventuell ein Abo, wenn dich dieser Kanal fasziniert. Was heißt fasziniert? Fasziniert ist ein bisschen übertrieben. Wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Jetzt kann ich wieder einen vernünftigen Satz bilden und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du natürlich auch sehr gerne ein Dislike da lassen. Da habe ich gar nichts gegen. Nur schreib dann bitte auch in die Kommentare, was dich gestört hat, damit ich es beim nächsten Mal besser machen kann. So, jetzt müssen wir schon wieder so hart abbremsen, weil ich schon wieder zu viel gelabert habe. Aber das könnten wir diesmal vielleicht sogar noch hinbekommen. Weil wenn wir uns jetzt wieder verbremsen, dann ist es echt vorbei. Passt. So, haben wir die Notbremse wieder eingefangen und rollen jetzt bis zum Ende. Besser mal ein bisschen zu stark gebremst, als am Ende dann zu schwach. Und der Fahrgastwechsel kann stattfinden. Wir halten hier aber auch nur ganz, ganz kurz. Oh, wir können hier mal die Sonnenblende runter machen. Auf beiden Seiten. Das ist dann irgendwie ein bisschen realistischer sogar, ne? Weil die echten Lokführer wollen das ja meistens auch nicht, dass man die immer drauf schaut. So, Türen schließen wir und wir werden abfahren. So, unsere nächste Haltestelle ist dann Köln-Müngersdorf, a.k.a. Technologiepark 2. Okay. Ich bin die Strecke in echt noch nicht gefahren, deswegen weiß ich gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall werden wir die in knapp 2 Kilometern erreichen. Vermutlich mit ein bisschen Verspätung, aber wir werden zu suchen also. Ich muss auch sagen, ich finde die 423 irgendwie ein bisschen cooler sogar als die. Ich glaube, das ist die 422, die hier normalerweise fährt in Transworld auf der Strecke. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Die macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Insofern cool, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, die hier fahren zu lassen. Mit einer Mod ging das vorher auch schon. Nur da war das Zeichen hier, S-Bahn Köln, nur auf der einen Seite richtig dargestellt, auf der anderen Seite falsch.
Und das ist jetzt natürlich auch nur das gewesen. Hier haben wir halt generell einen überarbeiteten Fahrplan. Kann ich schon wieder mit 100% reinwerfen. Die 425 ist jetzt, ist das, genau, es ist sogar eine 425. Ist das eine 5? Ja, es ist eine 425. Die gibt es jetzt auch fahrbar. Und zwar nur zwischen Köln Hauptbahnhof, ich glaube Köln-Ehrenfeld, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube. Zwischen diesen beiden Stationen auf jeden Fall nur kurz, also nur als kurze Fahrt, sage ich mal. Also ihr habt nur kurze Fahrplanfahrt mit der 425, aber die gibt es jetzt auch und sorgt natürlich auch für ein stimmiges Gesamtbild, wenn ihr hier KI-Züge der 425 seht. So, den machen wir mal zu. Das hat keiner gesehen. Ah, nee, kann ich von hier gar nicht zumachen. Das hat jetzt keiner gesehen, Leute. Das hat keiner gesehen. Und schließen. Und die Fahrt geht weiter. Ja. Wir haben einfach schon zugemacht, obwohl noch Leute aussteigen wollen. Los geht's. Ich will jetzt nicht wieder zurückfahren. Auch wenn ich eigentlich immer Wert auf Realismus lege, aber das muss jetzt nicht sein. Nächste Haltestelle ist Köln-Löwenich. Und hier kommt uns wieder eine 423 entgegen. Also ihr merkt schon, das macht so wirklich Laune. Wir haben ja auch mal die Möglichkeit, die 140 km/h zugelassene Höchstgeschwindigkeit der 423 auszufahren. Was natürlich auch sehr cool ist. So, weil die 423er ist ja, die 423er, also die haben, sind teilweise, soweit ich weiß, baugleich und haben auch teilweise große Ähnlichkeiten auch vom Aussehen her. Aber die 423 ist halt eher so spezialisiert auf S-Bahn-Verkehr. Wobei es, soweit ich weiß, ich sage immer, soweit ich weiß, weil ich will halt keine Garantien geben, dass es auch alles genauso stimmt. Gibt es auch 423 als Regionalexpress oder Regionalbahn und 425 als S-Bahn. Oder als S-Bahn? Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall 423 eher für den S-Bahn-Betrieb halt mit schneller Beschleunigung und kurzen Halten ausgelegt ist und die 425 halt eher mit höheren Geschwindigkeiten. Gut, eine höhere Fahrgeschwindigkeit hat die auch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt bremsen wir auch schon wieder, also hier relativ schnell. Fehlt hier gerade einfach ein Stück Oberleitung? Hab ich es gerade richtig gesehen? Ja. Oder? Ja, hier fehlt einfach ein Stück Oberleitung. Oh, wie ich sowas liebe, ne? Naja. Die Bahnhöfe sind hier sehr kurz, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber es sieht ganz gut aus. Boah, das ist aber knapp hier. Ob das denn echt auch so ist? Weil dann können die ja nur S-Bahn langfahren. Aber es kann sogar sein, das ist ja hier nur die S-Bahn-Strecke und hier fahren dann auch die Fernzüge lang. Die Höchstgeschwindigkeitszüge. So ist das, glaube ich. Und wir sind sogar ein bisschen zu früh. Gut, schließen aber jetzt schon die Türen. Und fahren dann perfekt pünktlich ab. Köln-Weiden-West sollten wir um 7:44 Uhr erreichen. Das könnten wir schaffen. Das ist ja wirklich eine sehr kurze Entfernung. Wir fahren an und können dann eigentlich auch direkt wieder bremsen.
und wir können auch schon direkt wieder anfangen zu drehen. Wirklich mit Fingerspitzengefühl daran gehen. Das verbremst man sich hier richtig leicht bei den Kurzfahrern. Bei den Kurzfahrern. So. Und wir öffnen die Tür. Machen wir gleich mal einen Screenshot. Sieht hier wirklich cool aus. Wir sind schon wieder zu früh. Sehr schön. Schließen wir jetzt die Türen, weil es sieht nicht so aus, als würde hier noch jemand kommen. Und dann können wir perfekt pünktlich wieder abfahren. Vielleicht Königsdorf kommt jetzt und ich glaube danach sind wir auch schon im Horrem. Und soweit ich weiß, ist es dann auch ein geschlossener S-Bahn-Fahrplan. Das heißt, man kann von da dann direkt wieder zurückfahren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das mag ich auch immer sehr gerne. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt einfach den Führerschein wechseln und dann wieder zurückfahren, zurückpendeln quasi. Aber in Köln dann glaube ich nicht, oder? Oder ist das jetzt so? Weil ich glaube, die fahren ja dann noch weiter. Zumindest ist es in echt so, ob es so, glaube ich zumindest. Ob es in TSW jetzt so ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, mit der standardmäßig ist es so, aber wie das mit dem Add-on ist, weiß ich gar nicht genau. Schauen wir mal gleich, was auf den Zugzielern zeigen, vom Gegenzug draufsteht. Angekommen. Haben wieder auch sehr gut gebremst. Jetzt habe ich die Dreh auf jeden Fall raus. Wir sind auch sehr gut in der Zeit. Hier noch jemand einsteigen? Ich glaube nicht. Oder? War dann Rainer jetzt. Nee, will glaube ich keiner mehr. Schließen wir jetzt die Tür. Ich könnte ihn nämlich leider nicht von hier raus klauen. Oh, wir machen mal die Klimaanlage an. Ne, hier können wir nämlich nicht drauf schauen, das ist ein bisschen schade. So, es ist sehr kalt draußen, also machen wir die Toilette jetzt. Denke ich. So. Also im Game haben wir jetzt gerade Februar eingestellt. Ich glaube, es sind Minusgrade sogar draußen. Hallo, wie bekomme ich jetzt das Fenster hier? Ja, nächster Halt ist dann Horrem in 5 Kilometern und da ist dann auch unsere Endstation und ja, zusammenfassend kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, ich finde es ist ein cooles Add-on, was wirklich sehr viel Spaß macht. Ob es das Geld wert ist, weiß ich jetzt nicht, ob man dafür Geld nehmen muss, stelle ich jetzt auch mal in Frage, aber es ist auf jeden Fall cool, es macht jede Menge Spaß und es wertet die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen enorm auf und natürlich auch die anderen Strecken, wie Sandpatch, Great und Bakerloo Line, aber ich konzentriere mich, wie gesagt, auf die deutschen Transit World Strecken. Schweiz, Österreich würde natürlich auch kommen, zum Teil zumindest, Tschechien, falls da mal was kommt,
Also da will ich es überhaupt nicht ausschließen. Österreich, Schweiz bin ich auch sehr interessiert. Aber was jetzt in Amerika technisch los ist, da werdet ihr eher weniger auf dem Kanal fahren. Außer natürlich, ihr wünscht euch das jetzt alle total, aber auch ich habe eher den Eindruck, dass ihr euch für Züge in Deutschland interessiert. Der Zug lässt sich über 150 km/h fahren. Ich weiß nicht, ob der das in echt auch kann. Auf jeden Fall hat der nur eine höchste zugelassene Höchstgeschwindigkeit 140. Schneller darf man auch nicht fahren. Ich weiß nicht, ob der echt auch ein bisschen schneller kann. Aber. Also der kann auch nicht nur 4 km/h schneller, soweit ich weiß. Der kann schon 10, 20 km/h schneller. Oder ich irre mich da jetzt, aber ungefähr so. Ich hätte das damit mal ausgetestet. Auf jeden Fall dürfen wir laut Zulassung nicht schneller werden. Der 423. So, und auf dem steht, glaube ich, jetzt sogar Köln drauf. Oh, 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 wir müssen richtig lang. Wir müssen richtig bremsen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist so bitter. Einmal nicht aufgefasst. Und hier steht sogar dran, bitte nicht einsteigen, oder? Ich glaube, das stand da gerade. Ja. Oh, richtig, richtig nice. Ja, das macht jetzt irgendwie schon wieder alles kaputt. Ich muss wirklich mal lernen, vernünftiger zu fahren. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Ich verspreche euch aber in den nächsten Folgen, dann werde ich dann besser drauf achten. Werden wir ein bisschen realistischer fahren. Ich fahre ja auch ohne PCB und SIFA. Ich weiß zwar relativ gut, wie man das Ganze bedient. Das heißt relativ gut, also ich weiß es halt einfach so ein bisschen. Nur, möchte ich den Stress im Stream nicht haben. Nicht im Stream, im Video. Naja, wie auch immer. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass wir uns jetzt hier verbremst haben. Ich würde einfach sagen, wir beenden das Video hier jetzt. Das hätten wir sowieso jetzt hier beendet. An der Stelle, weil wir uns hier auch total verbremst haben. Aber das Video wäre jetzt sowieso zu Ende gewesen. Vielen Dank, dass du bis hierhin auf jeden Fall dran geblieben bist. Das freut mich sehr. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen, was hier auf deinem TrainX erscheint. Es kann auch gerne mal sein, dass 2 Monate oder gut, so lange jetzt eigentlich nicht, 1 Monat mal nichts kommt, vielleicht auch mal 2 oder 3. Aber es wird immer mal wieder was kommen. Das ist dann, weil ich gerade wenig Zeit habe, aber es wird wieder etwas kommen. Das verspreche ich euch. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, wir sehen uns dann im Stream oder im nächsten Video. Haut rein. Ciao.